geschafft, wir haben es geschafft. Darauf erstmal ein Schlückchen. So, 300.000 Abonnenten nach 6 Jahren, ein bisschen mehr als 6 Jahren, 6,5. Wann haben wir angefangen? 2,60. Ja, 6,5 Jahre. Vielen, vielen Dank an alle von euch, an jeden Einzelnen. Wir sagen jetzt 300.000 Mal Danke. 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 Und wir haben das K nicht gefunden in Gold. Deswegen. Ja, 300. Ne? 300 Abonnenten. Ja! Yeah! So, also vielen, vielen Dank. Sehr, sehr schön. Viele begleiten uns ja von Anfang an. Die schreiben ja auch immer wieder, wie groß. Ihr könntet die jetzt runternehmen, damit man euch sieht. Oh. Viele begleiten uns von Anfang an. Komm, komm. Er begleitet uns nicht von Anfang an. Oh. Komm. Doch, er ist ja älter als 6. Ja. Ja, ne? Der freut sich auch. Was so. Und ja, die beiden sind größer geworden. Wir sind älter geworden. Bleibt ja nicht aus, ne? Wir hoffen auf jeden Fall, dass wir die nächsten 300 auch noch erleben werden. Und ja, dann schauen wir mal. Vielen Dank fürs kräftige Einschalten, genau. Fürs Kommentieren. Und es macht uns nach wie vor Riesenspaß. Wir werden auf jeden Fall weitermachen, genau. Oder? Ja. Ja. So. So, wir werden demnächst auch nochmal wieder einen Livestream machen. Dann könnt ihr wieder Fragen beantworten. Jetzt wollten wir auf jeden Fall einmal Danke sagen für die 300.000. Vor ein paar Tagen haben wir die schon erreicht, aber ja, muss ja auch alles immer passen. Und jetzt gibt es mal einen kleinen Zusammenschnitt von alten erfolgreichen Videos. Und da könnt ihr mal gucken, wie wir uns denn so verändert haben in der letzten Zeit. Also, auf die nächsten 300. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Darf ich auf das Hüftding und auf das Drehding? Ja. Darf ich das auch? Habt ihr das gesehen, wie der sich gedreht hat? Ja. Ja, dieses Drehding, was du meinst, das sehe ich hier aber nicht. Papa? Das? Papa? Ach so. Willst du jetzt schön über den Zebrastreifen einen Ratschlag machen? Das zweite Nein. Ja. Sag mal, bist du doof? Thomas, im Ernst? Kannst du doch gar nicht. Kann den aber nicht, ne? Oh. Papa kann das doch gar nicht. Aber kann das doch gar nicht. Ich dachte, der sagt nein. Guck mal, jetzt kommen, jetzt müssen erst die Autos durch. Ich habe auch gedacht, der sagt jetzt nein und riskiert's. Aber der kann doch keinen Ratschlag. Ja, ne? So, ich hole mir doch dafür kein Nein ab für sowas Billiges. Hallo. Also, wir kommen gerade aus dem Krankenhaus. Wir waren heute mit dem Kindergarten da. Und alle Kinder haben einen Gips bekommen. Natürlich nicht echt. Aber was der Papa und Leon nicht wissen, dass der ja nicht echt ist. Mal gucken, ob sie daran denken, ob wir aus Spaß im Krankenhaus waren, um das anzugucken, ne? Also, hier ist Lulus Gips. Da stehen und wir gehen jetzt rein und veräppeln die beiden. Mal gucken, ob es klappt. Lulu, was ist das denn? Du kommst gerade nach Hause und was hast du da? Gips. Warum? Lulu ist vom Berg gefallen und was? Hat sich den Arm gebrochen. Was? Was hast du gemacht? Vom Steinberg gefallen und da kam eine Lawine. Da kam eine Lawine? Das gibt's doch gar nicht. Tut noch weh. Tommy ist auch. Was? Tom hat das auch? Ja. Die hat auch einen Gips? Ja. Was ist denn da? Ich hab auch. Alle. Alle? Was ist denn da bei euch passiert? Warte mal, ihr wart im Krankenhaus, ne? Der Kindergarten hat einen Ausflug ins Krankenhaus gemacht. Willst du mich hier gerade veräppeln? Willst du mich? Bah, das gibt's doch gar nicht! Willst du mich veräppeln? Du hast überhaupt nichts! Das gibt's doch gar nicht! Habt ihr euch einfach gezeigt, wie man Gips macht? Ja! Lulu, das kriegst du, das kriegt sie wieder! Ja, jetzt bleib erst ruhig. Ich muss einmal kurz mit Lulu ins Krankenhaus fahren. Thomas, nee, komm, nicht diese Veräppelung. Ich fahr da jetzt mit ihr erstmal hin und dann, ja, dann siehst du das gleich. Ich melde mich gleich, wenn ich was hab. Die ist jetzt da mit einer Mutter. Ich darf ja da in die Umkleidekabine nicht rein. Deswegen ist sie da gerade. Thomas, aber das ist jetzt im Ernst. Du veräppelst mich jetzt nicht. Warum soll ich dich veräppeln?
Weil du mich immer veräppelst. Nein. Ja, ich weiß es doch auch nicht. Ich bin da hin und dann sind die da schon irgendwie in der Umkleide. Die zieht sich jetzt um und dann fahre ich jetzt gleich mit ihr dahin. Die haben nur gesagt, mit dem Knie, sie sagt, ob es verdreht ist oder ob sie draufgefallen ist. Das wissen sie nicht so genau. Schauen wir mal. Aber nicht veräppeln, ihr veräppelt mich immer. Naja, wir gucken mal, ob sie es uns gleich noch abkauft. Was hast du gemacht? Bist du vom Ballett vom Balken gefahren oder was? Nee, die haben einen Sprung geübt und dann ist sie irgendwie, ich weiß nicht, hingefallen oder Knie verdreht so. Es war jetzt aber im Krankenhaus so voll. Die haben uns jetzt nur die Krücken gegeben, haben gesagt, sie soll sich ausruhen und das kühlen. Und da müssen wir gleich nochmal hin, weil das mit dem Röntgen, da haben so viele gesessen. Komm. Break! Break! Das darf doch wohl nicht was wahr sein. Was ist jetzt mit den Krücken? Wo hast denn die dann her? Von Oma und Opa. Erzähl, wie es war. Wir haben die von Oma und Opa. Wussten die das auch, oder was? Nee, die haben sie uns nur gegeben. Wir waren bei Oma im Krankenhaus vor ein paar Wochen. Und dann wollte Lulu mit Omas Krücken gehen. Und dann hat Oma gesagt, sie hat noch Kinderkrücken, weil die anderen ihr zu groß waren. Und dann hat Lulu gesagt, damit können wir doch Mama pranken. Und heute machen wir wieder ein 10-Arten-Video von Geschwister. Jojojo, 10 Arten habe ich gehört. Yeah, bin ich auch dabei? Wir sind Geschwister, Mann, genau, geh also weg. Verschwinde. Na, was geht ab? Ja, hi. Mit wem bist du denn verabredet? Ich gehe zu meinem Boys in the Hood. Und ich gehe zu meinen Chicks. Okay. Wir machen ein bisschen Twinkie. Ja, ich geh mal ein bisschen was abchecken heute. Thomas, Leon, Lulu, Katharina. Das habt ihr auch schon mitbekommen, ist ja prima. Wir haben auf YouTube den Kanal. Schaut ihn euch an. Lulu und Leon, Family and Fun. Habt ihr eine Langeweile oder seid ganz allein? Dann seid bitte nicht traurig, sondern schaut bei uns rein. Wir gehen gern auf Reise, doch sind auch gern zu Haus. Bei unserem lieben Club. Es ist Sommer und es ist heiß. Komm, wir holen uns ein Eis. Bei diesem Wetter will dann jeder in die Sonne gehen. In kurzen Sachen und die Luft, sie riecht nach Sonnencreme. Es ist Sommer und es ist heiß. Komm, wir holen uns ein Eis. Die Vögel singen und wir wollen alle draußen sein. Groß oder klein, alle genießen den Sonnenschein. Ja. Nicht nur ich darf es anheben, soll es so stehen bleiben? Tauschen! Okay, Lulu sagt, dass getauscht werden soll. Dann ich werden wir das mal tun. 1, 2, 3. Haha! Ja! Jetzt hat Leon mal den Schuh. Meine Squishy ist geil! Oh! Das sollen, hier, zeig die mal, das sollen nämlich hier Pancakes sein. Richtig ja. Cool gemacht. Das ist Butter. Leon, lass mich mal. Ahornsirup. Lulu, probier. Mein Squishy, da steht auch eine Nummer drauf. Wo steht denn da? Mm. Ja, lecker. Eine Nummer aus China. Wird die alle schieben. Magst lecker. Du? Die alle aus China. Warum sind die Türen zu? Wow! Wow! Was ist das? Der ruft gleich immer noch Krankenwagen. Der Weihnachtsmann wahrscheinlich da reingestellt. Was ist das denn? Was ist das? Hier müsstest du mal reingucken. Was ist das? Ich habe einen Fernseher! Was?
Wir hoffen, dass ihr auch ein tolles Weihnachtsfest hattet. Ja, dass eure Wünsche in Erfüllung gegangen sind. Peace out, Brothers! Peace out, Brothers!